Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge hatten wir bereits diese Attentatmission hier begonnen und ich habe aber ehrlich gesagt, fail wie ich halt nun mal bin, diesen Typen immer noch nicht gefunden, den wir abmurksen sollen. Jetzt gehe ich nochmal runter, weil wir sind die ganze Zeit auf dem Dach rumgerannt und mach mal hier Dingen aus. So, wollen wir nochmal schauen, dass wir den alten Mistkerl letztendlich mal finden. Gibt's doch gar nicht. Da ist er. Da ist er. Mann, das gibt's doch nicht, dieser blöde Typ, der gesungen hat. Mistkerl! Yeah! Und weg! Hui! Ja, hol mich doch! Hol mich doch, du Eierloch. Schalalalala. Hol mich doch, du Eierloch. Fix mich sowieso nicht. Sehr schön, haben wir geschafft. Jetzt sind wir zwar noch nicht hier untergetaucht, aber das macht nichts. Ich würde mal sagen, wir schwimmen dann so langsam wieder in Richtung Diebesgilde, ne? Wir haben sowieso nichts zu tun im Grunde genommen hier. Wir könnten uns natürlich eines Auftragsattentates befleißigen. Sollten wir das vielleicht mal tun? Oder sollten wir das tunlichst vermeiden? Ich weiß es nicht. Nee, komm, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt noch einmal zurück zum zur Diebesgilde. Während wir zu spannender Musik durch den Ozean schwimmen. Und ja, das hier gehört zum Ozean. Wobei es halt ein kleiner Fluss ist. Aber es gehört zum Ozean, offiziell. Inoffiziell. Penis. So. Gehen wir mal hier hoch. Schon wieder 11.000 Tacken in der Truhe. Das gibt's doch gar nicht. Die ist auch ständig voll. Aber das macht nichts. Die lassen wir jetzt einfach mal voll sein, wie sie voll ist. Und wir hingegen begeben uns zurück zur Diebesgilde. Hier in Venedig. Hui! Halt, da kann man Dingen abreißen, da unten. So. Ach, nee, warte mal, ich weiß, was wir machen. Erstmal Ding abreißen. Und dann gehen wir gerade nochmal kurz ins Glyphenmenü. Halt, hier hin. Ich glaube, das war bei Datenbank. Dann die Wahrheit. Und dann hatten wir diese hier noch offen und die haben wir beim letzten Mal gefunden. Siehst du, verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Yeah. Machtinstrumente. Datei freigegeben. Die würde ich sagen, machen wir jetzt mal gerade noch schnell. Machtinstrumente. Das ist natürlich wieder was für mich. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Nehmen wir aber mal das hier. Können wir hier noch zoomen? Ne, das ist ja, glaube ich, nichts. Ja, aber das hier noch. Weiß ich noch nicht. Hatte der Typ Macht? Otto von Bismarck, Deutschland. Hatte der Macht? Oder war das ein Erfinder? Boah, ich bin so schlecht in Geschichte, das gibt's gar nicht. Wir nehmen ihn einfach mal. Siegmund, Nordisch. Weiß ich nicht. Schalamanga? Europa. König Arthur, Britannien. Ich glaube, der hatte auf jeden Fall Macht. Das ist Jean d'Arc in Frankreich. Weiß ich nicht, ob die Macht hatte, die Alte. Und das war Attila der Hunne aus Eurasien. Nehmen wir den noch. Dang it. Okay, dann schmeißen wir mal. Schmeißen wir die alle nochmal raus, komm. Ich probiere es dreimal. Einmal habe ich jetzt schon probiert. Das ist Alexander der Große von Mazedonien. Nehmen wir mal den. Huch, nein, verdammt, den wollte ich gar nicht. Oder? Aenas von Troja. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Ich weiß es nicht. Siegmund Nordisch. Also der hier auf jeden Fall. Attila der Hunne. Nehmen wir mal Persus, Griechenland. Nehmen wir den mal noch mit rein. Und den. Wieder falsch. Verdammt. Nehmen wir den auf jeden Fall nochmal mit rein. Und... Wobei, warte mal, wir nehmen mal jedes Bild, wo quasi gekämpft wird. Nehmen wir mal das hier. Geiler Arsch. Dann nehmen wir den noch mit rein, den weniger. Weil, warte mal, das ist doch eigentlich ein Zeichen von Macht, ne? Wie sie den alten Mann da begutachten. Den da noch mit rein.
Die eher weniger. Ihn vielleicht noch. Und ihn. Okay. Arschlecken! Ihr werdet mir sicherlich Tipps unter die Videos schreiben. Und dann werde ich mir das mal genauer anschauen und beim nächsten Mal werden wir das Ding dann hoffentlich lösen. So, jetzt sind wir mal zurück. Alter, hört auf zu quatschen, wenn ich quatsche. Jetzt mal zurück zur Diebesgilde. Die werden uns da zwar sicherlich keinen Tipp geben, wie man diese Glyphe löst, aber die haben bestimmt einen schmucken Auftrag vor uns am Start. So, hier hoch. Wir springen mal ins Wasser. Ui. Scheiße. Beinahe am Boot gelandet. Das hätte Kopfschmerzen gegeben, glaube ich. So. Bam. Und hier nochmal hoch. Und da nochmal rüber. Und hier nochmal rüber. Zack. Und auf geht's. Huch. Wollte gar nicht da langlaufen. So. Und dann hier gleich ins Sträßchen einbiegen. Oh ja. Hey, das ist doch die Mucke von den Aussichtspunkten. Cool. So. Und dann auf zu Antonio. Klopf, klopf. Alles muss raus. Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen. Ja. Bitte, herein. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch. Checkpoint erreicht. Die Bogenschützen töten. Natürlich, machen wir doch gerne. Also, was gerne machen ist natürlich relativ, ne? Aber wir müssen es ja machen. Und dann wollen wir uns auch nicht zweimal bitten lassen. Und hier kommen wir nicht lang. Toll. Gehen wir halt hier lang. Moin. Gehen wir hier mal hoch, glaube ich. Ich glaube, hier kommst du echt am besten, wenn du über die Dächer gehst. Weil manche Häuser sich ja auch über die ganzen... Oh, guck mal, halt. Moment. Mal runter und das reißen wir gerade ab hier. Zack. Yeah. Wir sind quasi wieder anonym. Sehr schön. Können wir uns ja wieder austoben jetzt. So, dann mal hier runter. Hallöchen, die Kollegen. Ey, lecke mich. Lecke mich kreuzweise, Kollege. So. Okay, jetzt gehen wir hier hoch und dann auf die Bridge. Die Bridge of Life, sozusagen. Und die Bogenschützen sind ja dann dementsprechend oben. Wo sind denn die überhaupt? Jetzt muss ich das mich nochmal gerade schauen hier. Ach, ist noch ein ganzes Stückchen. Okay, dann laufen wir noch ein bisschen auf dem Boden rum. Und hier hoch. Da kommt wenigstens der elende Singtyp nicht mit. Warum? Das ist immer eine gute Frage. Warum? Die Frage des Lebens. Warum? Was macht der denn jetzt? Ich glaub's nicht. Nee, das wird nix. Mann, Alter, das klappt sonst nie, ne? Wenn du es probierst, es klappt nie. Das kannst du 100 Mal probieren, es klappt nicht. Aber dann, wenn es nicht klappen soll, dann klappt's auf einmal. So, wo ist der Mr. Bogenschütze? Da ist er. Da ist er. Okay, hat mal wieder sehr gut geklappt. Moment. Moment. Okay. Der hat uns zwar auch entdeckt, aber das ist kein Problem. Den holen wir uns. Hä? War das jetzt dein Special Move oder was?
Stirb! Ins Wasser. Okay. So, da hinten sind die nächsten beiden. Pass mal auf. Einmal. Was macht ihr hier? Damit ist jetzt Schluss. Verdammt! Doch, hat geklappt. Und du stirbst. Okay, da unten ist ein bisschen Party gerade, weil die Leiche gerade gesehen haben, aber das macht nichts. Wir treffen uns jetzt mit Antonio. Und schauen wir mal, was der gute Mann zu sagen hat. So, hier runter. Flups. Na komm. Hier auch nochmal runter. Flups. Und hier auch nochmal runter. Moin. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Ach wie, du hilfst gar nicht? Attentat auf Emilio Barbarigo. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir klettern hier wieder nach oben. Machen wir aber, glaube ich, alleine, ne? Wir holen uns da jetzt keine Unterstützung. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt groß helfen würden. Nein! Alter! Nein, jetzt! Ah, Mann, wieso komme ich denn auch auf B mit meinen Krüppelfingern wieder? Das gibt's doch gar nicht. Soll ich bitte das Attentat ausführen, wenn ich hier so am Rumspackeln bin? Ups! Okay. Es wäre natürlich auch noch nice to know, ob er jetzt oben in seinem Gebäude ist oder unten. So, den killen wir natürlich nicht, weil der gehört ja jetzt mittlerweile zu uns. Okay, da drüben kommen wir jetzt so leicht natürlich auch nicht hin. Das ist natürlich auch wieder sehr geil. Okay, nee, warte, das wird nicht. Das wird nicht. Vielleicht da drüben hin. Scheiße, hat nicht geklappt. Fuck. Okay, dann hier mal hin und vielleicht können wir ja von da aus dann auf die Mauer des Gebäudes. Das wäre natürlich Hammer. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Aber hier an der Seite vielleicht. Ich glaube, das ist okay. Das müsste klappen, wenn er sich da jetzt festhält. Ja, macht es. Sehr schön. Aber hier auf diesen Abschnitt kommen da nicht drauf, oder was? Ach, verdammt. Es hätte so einfach sein können. So, hier müsste aber auch nicht hinkommen. Scheiße. Hängst du da an der Hauswand? Ist doch auch nicht toll. Ja, Hammer. So, hier hoch. Was? Wie hat er das jetzt gemacht? Okay, wir schwimmen einmal außen rum. Komm, da hat gar keinen Sinn. So, hier jetzt aber. Komm, mach mich nicht schwach jetzt. Also. Ja. Geil. Hier kommen wir jetzt nach oben. Na also. Okay. Komm, schnell, schnell, schnell. Dann sieht er uns nämlich nicht mehr. Das ist gut. Klettern wir hier weiter. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag. Das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja. Oh Gott, wir sollen ihn eliminieren, bevor er fliehen kann. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Carmo? Der Maestro hat ein Treffen einberufen. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr. Da, auf! Schnauze! Wir dürfen auch nicht laut sein. Wartet an einem weniger auffälligen Ort. Zeta ist nicht sicher. Okay, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Wenn ihr das sagt, lebt wohl, Emilio. Cazzo, was, wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Scheiße! Stronzo! Nach oben, los!
stehen geblieben, alter Mann. Es ist aus, Emilio. Ja! Emilio, es ist vorbei. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden, Emilio. Wow! Krass! Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Vielen Dank, liebe Diebesgilde. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Florin, alles muss raus, synchronisiert. Und ich bin immer noch total angetan von dieser verkackt geilen Atmosphäre, die dieses Spiel bietet. Richtig emotional und die Musik einfach Hammer. Wir haben die nächste Sequenz, Nummer 7, erfolgreich synchronisiert. Und hoffentlich kommen wir jetzt wieder zurück in die Haut von Desmond. Ne, da ist ja dieser eine komische Doktor, der da immer rumpimmeln ist. So, und dann sind wir auch schon zurück in Venedig. Und ich denke mal, wir haben langsam aber sicher Zugriff auch auf die nächsten Gebiete hier. Genau, die ganzen Aussichtspunkte, Hammer. Heißt, die Codex-Seite da unten können wir uns schnappen. Wir können ins nächste Assassinengrab endlich rein. Ist ja geil. Und die ganzen Aussichtspunkte und die nächste Mission, die hier auf uns wartet. Ihr merkt schon, wir haben noch richtig, richtig viel zu tun in Assassin's Creed 2. Das, und das möchte ich nochmal sagen, jetzt wo Assassin's Creed 3 gestartet ist, nicht ins Hintertreffen geraten wird. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.